Freunde, mein Name lautet Danny. Willkommen zum ersten Part vom Zum Snickers Beast. Und ich bin aufgeregt, ich habe auch einen Typen dabei, der mich durch die ganze Reise begleiten wird, ganz genauso wie ihr. Wie heißt du denn? Ja, meine lieben Freunde, mein Name ist Jorginho und auch willkommen auf meinem Kanal zurück, weil ich nehme das auch aus meiner Sicht auf und ja. Ganz genau und ja, ich hoffe, wir werden viel Spaß haben. Das Ganze wird ein Road to Commander sein, das heißt, wir werden von 0 bis der Level 60 uns aufleveln und jedes Gameplay aufnehmen und alles live erspielen. Jeden Tag wird ein Part kommen. Genau. Wir geben uns sehr viel Mühe, das auch einzuhalten. Ich denke aber, wir schaffen das, bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich werde dem Danny definitiv in den Arsch treten, dass er diesmal die Serie durchzieht. Dankeschön, du bist ein Schatz, Digga. Und dafür kriegst du ein Snickers-Eis. Geil, Digga. Und zwar spiele ich hier mit Core Neuer, oder wie die heißt. Sag mal, welches Mädel findet ihr eigentlich besser? Obwohl, das kann man gar nicht vergleichen. Die Gesichter sehen gleich aus. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Gesichter der Soldaten dann alle gleich aussehen? Echt? Ja, voll behindert, Alter. Die sieht genau gleich aus, nur hat was anderes an. Okay. Krass, Alter. Habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet, weil ich immer die Männer spiele. Weil ich finde, ja, immer noch Frauen gehören in die Küche. Jojo, bringt Souls, Alter. Ja. Alles klar, Leute, wir zocken eigentlich jeden Spielmodus dann. Übrigens, ich habe gestern Suchen und Retten gespielt. Saugeiler Spielmodus, davon wird auf jeden Fall auch was kommen. Was sagst du dazu, Jojo? Mir fehlt Suchen und Zerstören, sage ich dazu. Digga, Suchen und Retten ist mindestens genauso gut, aber darüber können wir später diskutieren. Genau. Lass uns einfach mal mit dem Team Deathmatch starten. Und auf jeden Fall. Ich habe Häuserkämpfer gewählt. Was hast du gewählt? Ich auch. Echt, Häuserkämpfer finde ich im Moment das so das Beste, meiner Meinung nach. Ne, das Ding ist, ich habe eigentlich das erste Mal gewählt, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber ich möchte jetzt mal was anderes ausprobieren, gerade hier in dem World Commander und hier sind schon wieder irgendwelche Affen am Reden. Sturm. Oh. Das Ding ist einfach, ich habe mich echt schon an meine normalen Perks gewöhnt und jetzt muss ich irgendwelche anderen Perks benutzen. Also ich weiß nicht. Ziemlich nervig, Alter, muss ich sagen. Oktane. So. Ja, jetzt muss man wieder alles freischalten, aber ich denke mal, das macht ziemlich Spaß, finde ich, alles wieder freizuschalten. Ja, vor allen Dingen, das Spiel ist ja noch nicht lange draußen, deswegen ist es auf jeden Fall lustig, ne? Ja, und ich kenne noch nicht mal alle Waffen, Alter, aber eine Sache kann ich sagen, und zwar gibt es da eine Waffe, die ist wie meine Lieblingswaffe aus MW2 in die Farmers, also die ist extrem, die ähnelt der Waffe wirklich und ich freue mich einfach, die Waffe spielen zu können. Weiß nicht, warst du das, Jojo? Digga, das warst du und ja, die Farmers war ja auch schon übertrieben OP damals bei MW2, ne? Ja, aber diese Waffe ist mindestens auch so OP hier. Echt? Ich meine, man stirbt sowieso schon so schnell. Du killst sie einfach immer mit einem Burst. Ihr werdet schon sehen, welche Waffe ich meine. Aber fürs Erste werde ich es mal mit der Vector loslegen. Ja, ich auch. Nachmacher. Vor allen Dingen, ja, ich wollte die einfach hier jetzt in diesem Road zum Snickers Beast, wollte ich die auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Weil ich die vorher gar nicht gespielt habe und alle immer darüber so gut reden. Ja, ich habe gedacht, okay, alles klar, dann probierst du es mal mit der aus. Die ist richtig geil, Alter. Die ist präzise, die ist stark, die ist sexy, Alter. Gleiten, Sliden. Ich liebe das Sliden, Digga. Übrigens, wie findet ihr das Intro? Könnt ihr mir mal sagen. Habe ich kurz erstellt, sag ich mal so. Was heißt kurz, aber... Genau, halt. Also müsst ihr auf jeden Fall mal sagen, Freunde. Das Intro finde ich auf jeden Fall übelst geil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und was mir auch wichtig ist, mich würde auch mal interessieren, was eure Lieblingswaffe in Call of Duty Ghosts ist. Schreibt das auch mal unten in die Kommentare. Würde mich übelst interessieren. Ja, also ich, meine Lieblingswaffe ist definitiv diese Honey. Scheiße da. Meine ist eigentlich momentan die Hand, die Hunter. Ja, diese Connection hier gefällt mir gar nicht. Die Ämter, ernsthaft? Ja, die finde ich übelst geil eigentlich. Diese Connection gefällt mir gar nicht. Irgendwie ist die Connection nicht scheiße, keine Ahnung. Echt? Da bilde ich mir das nur ein, ja. Ja, bei mir ist eigentlich alles super. Ich meine, ich finde wieder kein Gegner, aber ist auch mal schön, die Map zu gucken. Oh, guck mal, Kisten. Den habe ich auch geholt! Oh, scheiße, Alter. Was? Ne, ich guck gerade die Map ein bisschen an, ich finde keine Gegner. Echt nicht? Ne. Ach, da ist der Erste. Hallo! Schön, sag mir wenigstens, dass die Map schön ist, Alter. So, dann gucken wir uns jetzt mal. Die Map schön ist. Ja, die Map ist übel schön. Aber. Ja, das freut mich. Jetzt gucken wir uns mal hier die Treppen an. Guckt euch mal diesen Beton an. Richtig geil, Freunde. So, dann gucken wir mal weiter hier. Hauptsache, er guckt sich erstmal die Map an. So, den nächsten geholt. So muss natürlich sein. Ich habe auch eins gelernt bei Ghosts. Gedacht, man niemals so viel rushen. Ich meine, das hört mir ja schon den Titel. Nee. Ghosts, ja. Am besten bewegt man sich wie ein Geist, Freunde. Ja, ich hab das Set, komm! Set, komm! Nice. Oh, die Gegner treffen an! Wow! Oh! Doggy, Flex! Übrigens, mein Hund ist Flex. Meiner ist Fifi. Definitiv auch schöner als Dennis. Ja, ist klar, Fifi nennt jeder seinen Hund, Alter. Was, Digga? Meine Katze. Nein. Fifi nennt nicht meine Katze, Alter. Wie einfallsreich ist das denn? Flex, was, Digga. Das ist ja wie Rex, du bist... Oh, Flex, Alter! Und ich bin Flex tot. Hat mich übel erschreckt gerade. Scheiße! Weil ich von hinten geholt. Ich muss sagen, für das, dass ich noch gar keine richtigen guten Perks habe. Digga, was ist das denn? Oh, nun Assist wieder mal. Oh, das können sie, ne? Killsteal. Da sind die Bosse drin. Ja. Flau, hallo, Doggy.
Ich muss auch dazu Scheiße, sagen, Alter, den hab ich ja mal gar. Guck mal, mein Doggy macht nie was, Alter. Mein Doggy macht nie was. Der Doggy macht immer alles, Alter. Ich verstehe das nicht. Digga, ich verstehe auch nicht, dass ich mich noch nicht was warm gespielt habe. Du hast ja heute schon übelst hier gespielt, Digga. Ja, ich weiß. Ich aber noch nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Was? Ist auch nicht schlimm. Die Oh! Mann, ey, Sniper! Ey, das gucke ich mir jetzt mal an. Oh, da ist ein Doggy. Da ist ein Doggy! Boah, ich hasse diese Doggys, Alter. Verpisst euch, ihr Doggys! Slide! Scheiße! Da wurde ich dann weggeholt. Ah, diese Doggys, Alter. Was krieg ich für ein Feld? Ein Abschuss von hinten. Ja, Digga, das ist eigentlich was für Danny, weil der mag es immer übelst von hinten genommen zu werden. Digga, das sollte unter uns bleiben. Ey, aber. Ja, aber Solution prallt das auch immer voll rum. Finde ich echt scheiße von ihm. Was denn? Ja, der sagt auch immer, dass du es voll von hinten magst. Ey, das. Alter, hast du mich schon mit dem Drogen oder was? Digga, es tut mir leid, Alter. Ey, Digga, ist das gerade dein Ernst? Ich habe meinen anderen gefunden, Alter. Ne, ohne Spaß, Digga. Ich hab echt. Ohne Spaß, ne? Das gibt Snickers-Eis-Award. Nein! Scheiße, Alter, das kann nicht wahr sein. Also ich verkacke ziemlich fürs erste Gameplay, aber ich denke, das ist okay. Immerhin bin ich besser als Jojo. Spaß. Digga, du machst mich so scheiße nach, ne? Ich hasse das. Oh, scheiße, hab ich geschossen, Alter. Boah, das war Alter, Dead Aim, God Aim, was los? Ernsthaft jetzt? Nein. Ich hab mich schon gewundert, Alter. Das wäre das erste Mal bei dir. Digga. Scherz. Ich ärgere den Jojo mal ziemlich gerne. Ja, ich auch. Boah. Oh, diese verdammte Killstreak, ernsthaft, Alter. Alter Schwede, jetzt verkacke ich, Alter. Nein, rette meinen Arsch, Danny. Digga, ich sollte deinen Penis, Alter. Geil. Ah, komm schon, den muss ich noch holen, komm schon. Na, der kommt von hier. Oh. Na, den habe ich nicht gesehen, obwohl eigentlich schon, irgendwie so. Verdammte Scheiße, irgendwas stimmt mit der Connection nicht, Digga. Immer hit dich nur an, Alter, was ist denn los? Vor allem, ich spawne und sterbe sofort, Alter. Was macht der da? Ist das dein Ernst, Digga? Chill mal, Alter. Chill dein Leben. Ja, die Spawns sind manchmal echt doch verkackt hier in dem Spiel. Digga, ja, die sind extrem verkackt, Alter. Also die Spawns, muss man sagen, kann man sich echt nur drüber beschweren. Ja. Ja, jetzt redet doch wenigstens nicht Spawns gut, Alter. Das Spiel ist ja ein geiles Spiel. Boah, die Vector verzieht aber auch ein bisschen, Digga. Ja, ich hasse... Digga, das ist keine Art von MP2. Oh, du Noob-Tube-Wichser! Hä? Hab das? Alter, die Secondary Woman schießt den an! Mann! Alter, warum tötet die denn nicht? Ich hab doch voll auf den geschossen, nur weil er jetzt ein Plüschtier dazwischen saß, oder was? Alter, da zucken die Eier zusammen, Alter! Digga, alles gut! Ja, Digga, Alter, das musst du dir aber bei mir nachher auf mein Video gucken, Digga. Musst du mal gucken. Mann, brauchen die lange zum Sterben, Alter. Oh. Slider. Oh fuck, Alter. Da kommt einer gleich. Nein! Oh, das kann nicht wahr sein, Alter. Das ist immer so unerwartet. Ich kann mit der Vector überhaupt nicht aimen, Alter. Ist ja richtig schrecklich, Alter. Auf die Distanz ist die richtige Kacke. Alter, ich habe auch keinen guten Score. Wenigstens aber viele Kills. Komm schon, Leute, wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen, Leute. Jojo, versuch dich jetzt zu beeilen, nicht mehr zu sterben, okay? Chala. Hey, Chala. Wir können es schaffen, dieses Spiel zu gewinnen. Wir dürfen nicht mehr sterben, ja. La 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 la. Ist ein Spaß. Das wissen wir doch alle ganz genau und singen. Danny, du. Nein! Oh, geil. Digga, nicht sterben, Alter. Ich will das. Oh, wir. Ja! Wir Gleichstand. Hey, gewinnen! Wir führen, Alter. Wir führen, Digga. Oh, da ist einer. Nein! Das kann nicht wahr sein. Was ist denn da los jetzt im Moment, Alter, bei mir? Noch liegen. Ich verkacke ja mal übel, Alter. Ich hab meinen Mund auf beim Zocken. So, den geholt. Ach, verdammte Scheiße. Geholt. Die Connection Wachhund ist echt scheiße raus, in diesem Gameplay, der Alter. Der Wachhund raus. Wo ist mein Fifi? Hallo, Fifi. Guck mal. Der ist die Connection nur bei mir so scheiße hier? Oh, bist du süß, Fifi. Hallo. Okay, komm, weiter geht's. Ist die Connection nur bei mir so scheiße? Ja, du bist nur scheiße. Du mich auch, Alter. Ich hab eine 2er KD, Freunde! So sieht's aus. Woo! Das ist schon mein erstes gutes Spiel eigentlich. Zum Schluss nochmal gut aufgeräumt, Freunde. Ja, ich freu mich für dich, Alter. Wie ist denn deine KD? Oh, Digga, noch nicht mal eine 2er, was ist denn los mit dir? Ja, ich bin ziemlich verkackt zum Schluss hin, ja. Aber Digga, ich bin wenigstens Erster, Alter. Ja, das geht ja noch. Okay. Ja, dann können wir es auch entschuldigen, ne? Okay, jetzt also sag ganz, ganz brav Entschuldigung, Danny, ich hab dich lieb. Digga, ich hab deinen Penis lieb. Oh, das ist so süß. Du bist einfach nur ein Schatz.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Schatz, du möchtest mich doch nur in den Arsch ficken. Ey, Digga, du bist übel pervers, Alter. Ja, das ist, ey, ich hab einen Videobeweis. Ey, wie heißt diese Dreier-Burst-Waffe? Hier, das ist die. Weiß nicht, wie die heißt. Am besten mit Rotpunkt. Ja, so Rotpunkt kaufen. Ja, die Perks. Die lasse ich einfach mal so erstmal dort. Obwohl. Oh, ey, lieber. Was ist eigentlich deine Lieblingsmap? Hä? Was ist eigentlich deine Lieblingsmap? Meine Lieblingsmap? Ja. Ich finde diese. Sag ich dir, wenn die kommt, okay? Prison Break ist meine Lieblings. Prison Break? Die mit dem Dschungel. Ich hab's mit den Namen nicht so irgendwie. Keine Ahnung. Mit dem Dschungel. Ach, die? Ja, die ist geil. Das ist doch meine erste Map, auf der ich als allererstes gespielt habe. Genau, ne? Genau, die meine ich. Die finde ich übertrieben geil, Alter. Die macht richtig Spaß. Ja. Die hat auch richtig so einen richtigen Suchtpotenzial, weil die schon klein ist. Und die erinnert mich echt so ein bisschen an. Das könnte echt so eine Nuketown Dome Map werden, weißt du, vom Erfolg her. Ja. Der eine Hollister schreibt zum Beispiel so: Hoffentlich bin ich im Video gerade. Hab ich gerade gesehen, ja. Liebe Grüße, Hollister. Hollister, nein, grüß dich nicht, Alter. Er hat sich verdient. Boah. Obwohl, ich habe auch ein paar Sachen von Hollister. Was denn? Hä? Was denn? Ja, ein paar Tops und sowas. Du hast Tops? Ja! Süß, Digga! Ja! Danke! Diese Waffe ist übel geil, die erinnert mich übel an MW2. Die Farmers von MW2. Die Farmers von MW2. Hast du schon eine neue Waffe gekauft, oder was? Ja. Oh, bist du ein Cheater? Ich wollte unbedingt diese Waffe haben, Alter. Konntest du dir keine leisten? Doch. Oh. Aber ich will jetzt erst beim ersten Part auch die Standardklassen lassen. Okay. Na, Digga, weil ich bin nicht unfair. Nein! Wieso kriegen die mich von Weitem und nicht niemanden? Vor allem, das ist das erste Mal, dass ich diese Waffe spiele. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, gesehen, dass die extrem gut ist. Und diese Map mag ich sowieso nicht. Die ist viel zu groß für 6 gegen 6, Digga. Was sagst du dazu? Ich bin, hab grad schon 2-0, also läuft. Echt? Ja. Also bei mir läuft gar nicht mit dieser Waffe. Auch wenn es eigentlich keine schlechte Waffe ist, aber... Komm schon. Ich weiß nicht, wo die spawnen, Digga. Du Camper! Ich weiß gar nicht, wo die spawnen, Alter. Ja, ich finde gar keinen. Ich finde gar keinen! Nein! Da oben noch einer! Okay, ja, den hab ich geholt! Wenn ich das Saftkorn raushol, mach bitte her, mal Saftkorn. Er hat keinen, ja. Vor allem, ihr müsst mal drauf achten. Ja. Achtet mal darauf, wenn man sagt, wenn die sagen feindliches Saftkorn, das hört sich an wie Saftkorn. Also wie das Pokémon Saftkorn. Ja. Ist auf jeden Fall übelst lustig. Hat ein Kollege von mir gehört so. Und ja, seitdem höre ich das immer. Das ist nichts Lustigeres mehr gibt, Alter, außer das. Guck mal, Alter, wie gut die ist! Wo sind die? Oh, und einer kommt von hinten! Wo? Einer kommt wo? Die. Ich weiß nicht, wo er ist, Alter. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kenne mich hier nicht aus. Oh, das bist du. Scheiße. Ich kenne die Map auch nicht. Da ist der. Da oben läuft einer. Du hast mein Leben gerettet. Ich liebe deine Muskeln. Ja, und da ist noch einer. Ey, hier wirklich. Bei Ghost ist einer der wichtigsten Sachen, schön defensiv spielen. Ja, das Ding ist. Ja, aber das Ding ist. Diese Map ist wesentlich zu groß, Alter. Ist sie auch. Ja, das ist ja auch so ein kleiner Nachteil bei Ghost, finde ich. Dass die Maps manchmal viel zu groß sind. Ich finde, dann hätten die wenigstens Bohnenangriff rein tun sollen. Ja, auf jeden Fall. Nicht, ja, wesentlich wenigstens Bohnenangriff. Das wäre extrem geil. Aber auf PC gibt es Bohnenangriff, ne? Echt? Ja. Ach, scheiße, Alter. Aber wusstest du auch, dass man auf dem PC mit dem Xbox-Controller spielen kann, weil das voll unterstützt wird? Da ist sogar Auto-Aim dabei. Ja, ich weiß. Voll krass, wieso das Wusste denn? Ich eigentlich gar nicht. Das weiß ich erst seit dem Video von M4. Ja, ich weiß. Übel krass, Alter. Finde ich voll geil, muss ich mal ausprobieren. Ja, aber Digga, du wirst trotzdem nie besser sein als irgendein PC-Spieler, Alter. Ach, das sind unser Saftkorn. Krieg ich wieder nur einen Assist. Fairness. Das kann nicht wahr sein! Ja, das kann nicht wahr sein, weil, guck mal. Oh, die Map kenne ich, die finde ich auch übel scheiße. Ich mag die auch gar nicht, Alter, die ist richtig schlecht. Ich muss sagen, es gibt hier Maps, ne, ich liebe die über alles und die machen auch wirklich Spaß zu spielen. Guck mal, wie der einfach rauskommt. Einfach ganz gechillt, mich über die ganze Map wegsprayt, ja, als ob er nichts anderes zu tun hätte. Er hat er auch wahrscheinlich nicht. Hat er auch nicht, Alter. Oh, Sieve! Flex! Hat geschrieben, hey Giorgio, hey Sieve, was geht ab? Ey, wir dürfen das hier nicht unterstützen, wenn die uns hier anschreiben. Ja, ach, deswegen wundere ich mich gerade, Alter. Du hast damit angefangen, Digga. Wo? Oh, Handy, Flex! Flex ist am Start! Flex! Oh, da ist ein anderer Flex. Es hört an wie Kellogg's Flex, Alter, ja. Magst du eigentlich Cornflakes?
Digga, oh, fragst du mich immer wieder, ne? Ja, ich mag Conflict. Was? Welche magst du am liebsten? Dings da. Lass mich raten, von Lion? Na, ja, genau, von Lion. Woher weiß ich das bloß? Habe ich vielleicht schon mal im letzten Video gesagt. Kann das sein? Ja, das kann sein. Hier bei der Map kriege ich nichts geschissen. Ist aber nicht schlimm. Ah, das wäre so schön gewesen, Alter. Aber diese Map ist echt, weiß nicht. Ich muss mich echt noch in die Maps einfinden, weil ich kenne mich ja quasi gar nicht aus. Alter, ich finde dir nichts. Und wenn ich was finde, werde ich erschossen. Geschossen? Wirst du geschossen dann? Digga, ist klasse, Alter. Ich dachte, du wirst erschossen. Digga, klasse, Alter. Ich will auch geschossen werden, Alter. Mein allergrößter Traum. Echt? Ja, ja. Alter, ich fall da rum. Ey, mein Gott, guck mal, der steht da nur rum und wichst dich ein und hört darauf, ob ich da runterkomme, Alter. Wir sind immer übelst am Soundtouren, ne? Digga, wir müssen was? Wir sind immer übelst am Soundtouren. Ich? Ich nicht, du. Nein, die sind am Sound. Wie soll ich Soundtouren? Ey, man kann trotzdem Soundtouren ohne die Perks. Alter, ich raste aus in 5 zu 9, das kann doch nicht. Ey. 5 zu 9. Schlecht. Ich hab einen 15-9, auch nicht besser. Aber was soll ich machen? Diese Map ist wirklich scheiße, Alter. Ich will mich jetzt auch gar nicht beschweren, ne? Aber es gibt wirklich geile Maps. Obwohl das Einzige, was ich wirklich in diesem Spiel... man stirbt schneller, das ist Geschmackssache, ob einem das gefällt oder nicht. Aber oh, das ist eigentlich, dazu kann man eigentlich nicht so viel sagen, weil... Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Und ja, der kommt gleich durchs Fenster. Digga, mein Penis ist auch Geschmackssache. Wo sind die denn alle? Nee, Alter, jetzt gerade ist meine Motivation noch so am Boden, ne? Ja, ich würde sagen, ganz ehrlich, ich hatte richtig Lust, beim ersten Spiel sogar noch ein drittes zu machen. Ja, Digga, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit, weil ich jetzt gleich noch ein Video freischalten muss. Ja, trotzdem. Ja, Digga, das geht jetzt nicht. Okay. Also die Schuld an Giorgio, kann ich also sagen, dass er schuldig ist. Ja, sonst würde das Video jetzt länger gehen. Aber ich finde, das ist trotzdem jetzt eine ziemlich geile Serie und ich freue mich auf jeden Fall drauf, Giorgio. Ich mich auch, Digga. Auf jeden Fall auch, wenn wir... Verbrecher, Freunde. Auch wenn ich mich jetzt hier auch mal ein bisschen schwer tue, jetzt hier bei der Map. Ich will das Spiel echt nicht haten. Das ist echt ein geiles Game. Es macht übelst Bock. Kauft es euch auf jeden Fall. Es lohnt sich definitiv. Ja, ich will euch in der Lobby sehen, Alter. Genau, wir wollen euch in der Lobby sehen und zerstören. Wenn ihr tötet uns. Ich will euch unbedingt in der Lobby sehen und abschlecken. Ich will euch so richtig abschlecken, Alter. Und die kommen immer von hinten. Diese Map ist... Ich muss echt... Das ist eine perfekte Map für Bodenangriff, finde ich immer. Meiner Meinung nach. Ich fände die auch geil für Suchen und Zerstören eigentlich. Ja, für Suchen und Zerstören, ja. Aber doch nicht für Team Deathmatch, Alter. Digga, ich wollte gerade den Mülleimer abknallen. Digga, du bist so verzweifelt, Alter, dass du deine Kills beim Mülleimer suchst, Alter. Was ist denn los bei dir? Ich finde hier keinen, das ist das, die Verzweiflung. Ich liebe das ja für so übertrieben, Alter. Ich hätte so Bock auf noch ein Match, Alter. Ich hätte richtig Bock. Komm schon, tu den Abonnenten den Gefallen, Alter. Ey, Digga, ich muss das Video jetzt gleich. Ich hab dir gerade eben schon gesagt. Komm schon, Digga. Nein. Übersehen wir alle, Giorgio. Schreibt in die Kommentare, bitte, Giorgio. Deine Speiche, einfach mal Granate an den Kopf. Ah! Wir machen einfach beim nächsten Mal 3. Okay. Jetzt gerade ist echt schwer, Digga. Du weißt selber, wenn man ein Video hoch freischalten möchte, dann muss man dich halt daran richten. Das ist keine Ausrede. Das ist doch keine Ausrede. Ah, Ausrede! Ich muss auch was für meine Abonnenten tun, Freundchen. Bei dir kam ja schon ein Video, ne? Ja. Ja. Okay. Oh, okay. 23, 13. Ah, oh, das erste. Bei dir ist aber doch gut, Alter. Bei mir 7, 11. Aber was soll man machen? Digga, also ich muss sagen, das erste Road to Commander, das Score ist jetzt nicht atemberaubend. Aber ich denke, das kommt noch. Wir müssen uns erstmal in die Maps einfinden. Wie gesagt, das Spiel ist jetzt erstmal eine Woche draußen. Definitiv. Aber ich finde, fürs erste ging es eigentlich schon ziemlich klar. Wie ist eigentlich die Luft da unten, Giorgio? Ja, die Luft ist eigentlich ganz gut, weil du nicht in der Nähe bist, Alter. Hier oben ist sie auch ziemlich gut, also da oben in der Rangliste. Du weißt ja so. Kennst ja die Luft da oben, oder? Ja, Digga, kenn ich auf jeden Fall. Jetzt gehen wir hier raus aus der Lobby. Alles klar. Und ich bedanke mich fürs zu Ende schauen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns unterstützen wollt, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben. Es bedeutet uns sehr viel. Definitiv. Gerade jetzt beim ersten Part, Freunde, unterstützt uns. Das wäre auf jeden Fall mega geil. Wir haben richtig Lust und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Intro findet und welche Waffe ihr am geilsten findet. Ganz genau. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich überlasse Giorgio das letzte Wort. Ja, Freunde, da würde ich sagen, gebt einen Daumen hoch oder nehmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen,
im Haushalt. Und dann würde ich sagen, bis bald. Aber nicht im Wald. Euer Danny. Und Gino. Und ja, ciao. Da würde ich sogar sagen, 3, 2, 1. Tschüss. Ciao.